Ein Video für eine Konsole, was das ist, mehr nach dem Intro. Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen. Willkommen, schön seid ihr dabei bei diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr habt es gesehen, eine Konsole, ein Video. Es dreht sich um die Nintendo Super Famicom Box. Und jetzt werdet ihr sagen, was ist das denn? Die Super Famicom Box ist, wie der Name schon sagt, ein Super Famicom oder auf Deutsch ein Super Nintendo, ein SNES, was speziell für den japanischen Markt gebaut wurde. Nämlich, es war eine Hotelkonsole. Jetzt werdet ihr sagen, was? Hotelkonsole? Ja, dieses Ungetüm wurde für Hotels gebaut. Technisch ist das Ganze wirklich ein Super Famicom. Nur eben ein bisschen anders. Die Controller sind die Controller vom Super Famicom. Das Innenleben ist ein Super Famicom. Die Module sehen ein bisschen anders aus. Und jetzt werdet ihr sagen, was, wenn es doch ein Super Famicom ist, warum kann ich da nicht die Super Famicom Module reintun? Ich zeige euch mal, warum das so ist. Es gibt nur 4 Module. Auf jedem Modul sind aber mehrere Spiele drauf. Das wichtigste Modul ist das rote Modul. Ohne dem funktioniert gar nichts. Und wenn ihr dieses Modul euch anschaut, dann werdet ihr sagen, wow, im Größenvergleich ein SNES-Modul. Und damit der Hotelier noch ein bisschen Geld verdienen konnte, wurde an dieser Super Famicom Box noch ein Münzgerät dran getan. Das heißt, ihr habt hier irgendwie ein Yen reingeworfen und konntet dann dafür ein paar Minuten dadeln. Wenn das Spiel zu Ende gewesen ist, habt ihr wieder ein paar Yen reinwerfen dürfen. Kommen wir zu den technischen Details. Technisch ist das Ganze wirklich ein Super Nintendo, nur eben ein bisschen anders. Ja, warum hat meine Konsole jetzt 1,5 Jahre gedauert? Weil das Ganze kriegt man bei eBay relativ günstig. Ja, günstig ist so eine Sache. Die Konsolen liegen mittlerweile so bei 500 bis 600 Euro in einem guten Zustand. Ich habe das Ganze gekauft. Das Ganze ist dann verschickt worden aus Japan und ist dann in diesem Zustand angekommen. Also wirklich ein Totalschaden. Wir haben dann, der Verkäufer und ich, wir haben dann miteinander gesprochen. Ich habe damals vor 1,5 Jahren für die Konsole 300 Euro gezahlt. Und ja, 300 Euro für einen Haufen Schrott ist 300 Euro zu viel. Und das Ganze ging dann auch über eBay hin und her. Ich habe dann schlussendlich die Konsole behalten. Ich habe dann noch 100 Euro zurückbekommen. Schlussendlich für 200 Euro dann diese Konsole bekommen. Wie der Zufall so will, ich habe dann mit einem Kollegen darüber gesprochen, habe gesagt, hey, ich habe eine Konsole, das Ding ist kaputt und so weiter. Und er fing dann an, oh, kaputt, da können wir was machen. Und habe ihm gesagt, ja, was willst du denn machen? Ja, pass auf, 3D-Druck. Okay, 3D-Druck. Ich habe ihm dann die Konsole mitgegeben und da ging dann seine Odyssee so richtig los. Er hat dann in millimetergenauer Arbeit die ganze Frontblende am Computer nachgebaut. Das heißt, er hat die Kurven nachgebaut, er hat wirklich auch das Innenleben, dort wo die Schrauben befestigt werden, die Streben, das hat er alles mit seinem 3D-Programm nachkonstruiert, hat dann verschiedene Drucke gemacht, hat dann festgestellt, ja, zu lang, zu passt nicht und so weiter. Er hatte, glaube ich, insgesamt 4-mal das Ganze neu anpassen müssen, bis dann diese Frontblende entstanden ist. Ja, der nächste Step ist dann gewesen, sich das Ganze dann auf diese Metallplatte zu montieren. Da haben wir dann ein paar Schrauben und Heizkleber genommen, so wie es eigentlich auch im Original gewesen ist, und das Ganze
kam dann zu mir. Problem ist gewesen, wir haben die Konsole nicht öffnen können, weil wir irgendwie nicht die passenden Schlüssel gehabt haben. Ich habe dann zufälligerweise auf YouTube ein Video gefunden von einem auch Sammler, der dann gesagt hat, hey, ihr braucht hier einen speziellen Torx-Schlüssel und hat das Ganze dann gezeigt und ich habe dann diesen Torx-Schlüssel auch geholt und dann haben wir die Konsole aufgemacht. Von innen sah das Ding wirklich super aus. Ich habe den Deckel abgemacht und habe das Ganze dann lackiert. Das Ganze musste ich dann zweimal lackieren, weil der erste Lackierversuch war nicht so knorke. Das Ganze schön abgeschliffen und drüber lackiert. Ich muss sagen, den Farbton zum Original habe ich richtig gut getroffen und für meine erste Lackierarbeit sieht das doch mal richtig gut aus. Das nächste war dann das Netzteil. Das Ganze ist eben japanisch und wir haben dann gesagt, komm, wenn wir eh schon am Umbauen sind, dann tun wir doch dort ein europäisches, sprich deutsches Netzteil rein. Wir haben dann ein digitales Netzteil gefunden, was dieselbe Spannung hat. Wir haben das Ganze dann in diesen Käfig eingebaut, weil es sollte von außen so original, wie es nur irgendwie geht, sein. Wir haben das Ganze dann in diesen Netzteilkäfig eingebaut und haben dann das Ganze zugemacht, den lackierten Deckel drauf angeschlossen und Fernseher schwarz. Fuck. Jetzt habe ich zwar eine Konsole, die gut aussieht, aber eine Konsole, die nicht funktioniert. Also wieder aufgemacht. Er hat dann mittlerweile gesagt, du, sorry, keine Zeit. Und ein anderer Kollege ist dann für ihn eingesprungen, hat dann gesagt, du, lass uns mal messen. Und hin und her gemessen, bis wir dann festgestellt haben, auf der Unterseite ist so eine kleine flache Sicherung. Die hat irgendwie eine kalte Lötstelle gehabt, nachgelötet, Konsole angemacht und yeah, spielt. Jetzt kommen wir zu dem Problem. Das Ganze läuft nur im Demo-Modus, weil man hier vorne diesen Service-Schlüssel braucht. Also auf die Suche gegangen nach einem Service-Schlüssel. Und da habe ich dann einen Sammler in Frankreich gefunden, der die Konsole Tutti Completi neu bekommen hat in seine Sammlung. Er konnte mir nicht sagen, wie, und er wollte mir auch nicht sagen, woher. Er hat nur gesagt, er hat so einen Schlüssel. Und ich habe gesagt, du, könntest du mir den nachmachen? Hat er gesagt, ja. Und ich habe dann für diesen nachgebauten Schlüssel 10 Euro inklusive Port und Versand gezahlt. Und ja, mittlerweile ist auch dieser Schlüssel da. Schlüssel rein und siehe da, aus dem Demo-Modus läuft das Ding jetzt komplett normal. Das heißt, ich habe hier eine funktionierende Nintendo Super Famicom Box. Was jetzt noch gemacht werden muss, ist die Speicherbatterie. Die muss ersetzt werden, weil mit dem Wechsel der Speicherbatterie bekommt man dann dieses Intro. Ja, schlussendlich 1,5 Jahre. Ich habe jetzt hier eine fertig restaurierte Konsole. Wie gesagt, die Batterie muss noch getauscht werden. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ist das überhaupt noch eine Originalkonsole? Hat die Konsole überhaupt einen Wert? Weil viele Sammler gehen ja her und sagen, oh, nur Original ist was wert. Für mich ist es einfach, ich wollte diese Konsole haben. Und es ist egal, ob die Konsole jetzt 500 Euro wert hat oder 50 Euro wert hat. Es ist einfach eine Konsole, die in eine Sammlung, also ich sammle ja alle Konsolen oder ich versuche so ziemlich viele Konsolen hier zu haben. Und für mich gehört diese Konsole in meine Sammlung. Ob ich die jetzt restauriert habe oder nicht, ich denke, wenn man einen Oldtimer restauriert und dort auch nicht mit
Originalteilen bestückt, ist es noch immer ein Oldtimer, der halt auf den neuesten technischen Stand ist. Und so ist es auch mit dieser Super Famicom Box. Ja, Freunde, eine kurze Geschichte über meine Super Famicom Box. Lasst uns mal unten in den Kommentaren darüber quatschen, wie ihr die Geschichte findet, ob ihr das auch gemacht hättet oder ob ihr sagt, Mensch, ja, nur Original ist das Wahre und das Originale zeigt auch so die Geschichte einer Konsole, oder aber ob ihr das Ganze auch gemacht hättet. Gebt mir ein Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir es auch in den Kommentaren rein, ob ihr mehr solcher Videos über meine Konsolen wissen wollt, über die Geschichte meiner Konsolen, wie ich zu den einzelnen Konsolen gekommen bin. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir auch unten in die Kommentare rein. Das war's von mir. Bleibt so, wie ihr seid. Ich bleib's auch. Wir sehen uns. Euer Tom.